Also Sie sagten, Sie sehen Engel und da ist ein Tunnel. Wenn man ein gewisses Maß an Beherrschung hat, kann man mühelos abspringen und zurückspringen. Du kannst ein wenig Jojo mit diesem Körper machen, wenn du willst. Es gibt viele, viele Dinge, die man genau hier wahrnehmen kann. Ich möchte von dir wissen, was du über Nahe-Lebens-Tod-Erfahrungen denkst. Viele Leute haben in der Operation gesagt, dass sie mitten in der Operation herauskommen konnten und sehen konnten, was passiert, das Gespräch sehen konnten, was der Arzt macht. Also nur ein Gedanke, sterben die Menschen zu dieser Zeit wirklich oder erreichen sie Moksha oder den Himmel und kommen zurück? Nahtod. Du meinst Nahtod. Du hast Nahleben gesagt, also habe ich mich gefragt, was das ist. Ja, also als ich dich sah, sah ich Leben. Ich meine eine Nahtoderfahrung. Okay. Ich glaube, Emery möchte noch etwas hinzufügen, ja? Ich glaube, du vermischst da vielleicht zwei Dinge. Also es gibt Menschen, die unter Narkose stehen und bewusst werden. Und nehmen wir für dieses Gespräch einfach an, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht genug Narkose hatten, sodass sie sich dessen bewusst wurden, was um sie herum geschah. Nein, aber zumindest können viele Leute von oben sehen, was da unten passiert. Richtig. Dann gibt es also Nahtoderfahrungen, bei denen, sagen wir, jemand kurz vor dem Tod steht. Sehr oft haben wir, weißt du, wir haben diese Berichte gelesen, wie das Buch von Dr. Sanjay Gupta, in dem es darum geht, den Tod zu täuschen. In diesem Fall haben sie dann diese Erfahrungen, bei denen sie vielleicht Lichte sehen oder was auch immer. Also ich möchte nur unterscheiden, dass es zwei verschiedene Fälle gibt. Ja, genau, das möchte ich wissen. Okay, alles klar. Außerkörperliche Erfahrung. Wie bitte? Außerkörperliche Erfahrung. Eine außerkörperliche Erfahrung. Das sehen wir manchmal, wenn wir Patienten bestimmte Medikamente verabreichen, berichten sie von außerkörperlichen Erfahrungen. Wie auch immer, wenn wir von Tod sprechen, ist die Definition von Tod auf einer Ebene, dass du deinen Körper verloren hast. Das ist es, was der Tod ist. Also, ich meine, lasst uns nicht in andere Bereiche gehen. Sie werden euch in sehr verschwommene Bereiche bringen. Über Nahtoderfahrungen, was als Meditation bezeichnet wird. Wir haben eine bestimmte Art der Meditation, die Shunya genannt wird. Das heißt, Shunya bedeutet wörtlich übersetzt Leere. Das ist nicht die richtige Übersetzung, aber im Englischen gibt es kein passendes Wort. Es ist also die Leere oder das Nichts. Wenn du dich also in der Shunya-Meditation niederlässt, ist es nicht Nahtod, es ist tatsächlich der Tod. Aber ein bewusster Tod. Du... Schau, wenn du... Angenommen, du fährst Fahrrad. Du bist ein Anfänger mit wenig Gleichgewicht. Dann wirst du so fahren. Ein anderes Kind fährt. Er lässt die Hände los, pfeift und schaut hierhin, schaut dorthin, fährt und macht alles Mögliche, stellt sich auf den Lenker und dreht sich um, springt und so weiter. Wieso? Es ist eine gewisse Beherrschung, ein gewisses Gleichgewicht und eine gewisse Beherrschung. Jetzt kannst du vom Fahrrad springen und wieder zurückspringen und all diese Dinge tun. Ähnlich verhält es sich mit deinem Körper. Wenn du ihn einigermaßen beherrschst, kannst du ganz mühelos abspringen und wieder zurückspringen. Jetzt geschieht es zufällig durch Medikamente. Oder für viele Menschen in den 60er, 70er Jahren, der LSD-Zeit, gab es eine ganze Reihe von Menschen, die über diese Dinge sprachen. So, das ist deine Zeit. Es war deine Zeit. Metaphorisch. Also eine ganze Menge Leute reden darüber. Und es ist ihnen wirklich passiert. Es ist nicht so, dass sie sich die Dinge nur einbilden, sondern es ist vielen von ihnen tatsächlich passiert. Aber es war auch, weil es halluzinatorisch war. Niemand weiß, ob es das oder dies ist. Es gibt keine Möglichkeit, mit Sicherheit zu sagen, ob es ihnen tatsächlich passiert ist oder nicht. Aber ich habe viele Menschen aus dieser Zeit getroffen, die wirklich Dinge erlebt haben, die ihr Leben verändert haben. Und zwar auf ganz unterschiedliche Weisen. Auf eine verrückte Art und Weise, aber plötzlich ändert sich alles an ihnen. Einfach, weil sie irgendwo wahrgenommen haben, dass man mit diesem Körper ein bisschen Jojo machen kann, wenn man will. Das ist keine dauerhafte Sache. Allein dieses kleine Bewusstsein verändert die Art und Weise, wie sie das Leben wahrnehmen, wie sie sich verhalten und wie sie Dinge in ihrem Leben tun. Also dieser Nahtod. Ich habe mir das nicht wirklich angeschaut, aber einige Leute haben mir erzählt, einige beliebte Bücher, als sie sagten, sie sehen Engel und es gibt einen Tunnel. Schau, eines musst du verstehen. Wenn jemand auf dem Operationstisch liegt,
können die Ärzte noch so zuversichtlich sein? Der Patient hat immer Angst, dass er sterben könnte. Hallo? Hallo? Die Ärzte mögen zuversichtlich sein. Sie kennen den Fall, sie wissen, was sie tun. In 99% der Fälle sind sie sich sicher, was sie tun. Aber wenn der Patient die Augen schließt und sein Leben jemandem überlässt, hat er immer Angst, was passieren wird. Er denkt also, dass jede Kleinigkeit der Tod bedeutet. Es passiert Menschen, wenn man jemandem eine Waffe an den Kopf hält und einfach schießt und ihn verfehlt oder es ist eine Platzpatrone. Sie sind fast gestorben. Nahtoderfahrungen, sie werden für einige Zeit bewusstlos und kommen dann wieder zurück. Sie glauben wirklich, dass sie weggegangen sind und zurückgekommen sind. Und sie sahen die Szene auch von oben. Denn das liegt an Hollywood. Der menschliche Verstand ist also in der Lage, viele Dimensionen von Erfahrungen zu schaffen. Das muss nicht gleichbedeutend mit dem Tod sein. Das ist Leben. Zunächst einmal, ich werde sowieso ein Buch über den Tod herausbringen. Eine Insider-Geschichte. Ich arbeite seit 6,5 Jahren daran. Es ist noch nicht fertig. Ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr oder so herausbringen werde. Wieso ich das sage, ist, in Wirklichkeit gibt es so etwas wie den Tod nicht. Es ist das Leben und nur das Leben, das sich von einer Dimension zu einer anderen und von einer anderen zu einer anderen bewegt. Wenn ich also eine Dimension verliere, sieht es so aus, als wäre das der Tod. Heute ist es eine medizinische Tatsache, dass man sagt, dass man ungefähr alle 14 Tage 7 Kilogramm seines bestehenden Körpers verliert und etwas Neues hinzukommt. In 14 Tagen, ganz gleich welches Gewicht du hast, du musst nur ausrechnen, in wie vielen Wochen du komplett verschwunden bist. Alles, was du in deinem Körper hast, geht ständig verloren und etwas anderes kommt hinzu. Aber du erlebst es nicht als Tod. Jede Mahlzeit und jeden Tag, an dem du deinen Darm entleerst, musst du als Nahtoderfahrung erleben. Aber das passiert dir nicht. Aber das passiert dir, weil es eine gewisse Loslösung in deinem Leben gibt. Insbesondere wegen der Narkoseeinwirkung. Der Verlust verschiedener Fähigkeiten, an die man normalerweise gewöhnt ist, gibt einem plötzlich das Gefühl, tot zu sein. Niemand ist gestorben. Es ist nur eine völlig falsche Wahrnehmung. Ja. In jedem Moment deines Lebens, wenn du bereit bist, wenn du nicht in Situationen und deinen eigenen Gedanken und Emotionen verstrickt bist, gibt es viele, viele Dinge, die du genau hier wahrnehmen kannst. Wenn du hier sitzt, kannst du von dort aus auf dein Leben schauen, okay? Das ist kein Nahtoderlebnis, das ist Leben. Aber weil, wie ich schon sagte, der Verlust von Fähigkeiten für viele Menschen gut funktioniert, leider, das ist keine gute Sache. Das geschah. Ein Mann traf einen engen Freund, den er sehr gut aus ihrer gemeinsamen Zeit an der Universität kannte. Nach 25 Jahren Pause wieder. Also lud er ihn nach Hause zum Abendessen ein und er ging hin. Und da es sich um einen indischen Haushalt handelte, servierte die Frau und die beiden Männer aßen. Und jedes Mal, wenn er seine Frau um etwas bitten wollte, sagt er, mein Schatz, meine Süße, mein Bububu, mein Kukuku, mein Nachtigall und was auch immer sonst. Du bist aus Tamil, also mein Goldi und mein Chuchu. All diese Dinge. Als das Essen vorbei war und der Freund ging, sagte er, du hast ein tolles Leben, nicht wahr? Ich bin seit 15 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Wir können uns nicht einmal gegenseitig ins Gesicht sehen. Die Art und Weise, die Zärtlichkeiten, mit denen du deine Frau überschüttest, sind wirklich fantastisch. Er sagte, wovon redest du? Er sagte, du hast sie Nachtigall genannt, du hast sie Goldi genannt, du hast sie das genannt. Er sagte, oh Mann, ich habe ihren Namen vor 7 Jahren vergessen. Der Verlust von Fähigkeiten funktioniert leider bei vielen Menschen sehr gut, weil sie unter ihren Fähigkeiten leiden. Die großartigsten Fähigkeiten, die wir nach Millionen von Jahren der Evolution erlangt haben, leider leiden wir darunter, weil wir die Gebrauchsanweisung nicht gelesen haben.